Angekommen am neuen, relativ neuen Stellplatz in Dagebühl. Das ist auch wirklich riesengroß und es ist jede Menge Platz heute auf dem Samstag. Das wundert mich eigentlich, hätte ich nicht erwartet. Direkt vor dem Stellplatz hier ist ein Parkplatz und wenn ich mich um 180 Grad drehe, ist dort vorne sogar eine Pizzeria. Ansonsten ist hier der Parkplatz für alle, die mit der Fähre rüberfahren. Auf die Inseln Amrum und Föhr. Nach Föhr wollen wir vielleicht auch noch mal übersetzen, das schauen wir uns auch an. Got my coffee cup to go and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open. Was natürlich wirklich schön ist, da hast du so alle zwei Plätze, ist hier so eine schöne Versorgungssäule, Strom mit FI gleich selbst zugänglich, falls er rausfliegt, kann man den selbst wieder reinmachen, muss man niemanden rufen und Wasseranschlüsse. Wasseranschlüsse sozusagen für jeden Platz ist hier ein Wasseranschluss und auch ein kleiner Gulli, also man kann da mal sein Eierwasser oder sein Nudelwasser kann man hier schön abkippen. Es gibt auch Anschlüsse unten im Abwasser. Also wer Schlauch hat und direkt von seinem Abwassertank aus einen Schlauch anschließen kann, mit hat, möchte, richtige Verschluss hat, der kann auch sein Rauwasser hier direkt ablaufen lassen. So, jetzt erklären wir euch mal ganz kurz, wie man hier bucht. Also, wir sind mit dem Wohnmobil vorne ganz normal vor die Schranke gefahren. Da kommt erst der Parkplatz. Das ist der Parkplatz, wo man die Autos abstellen kann, wenn man zum Beispiel rüberfährt mit der Fähre nach Föhr oder nach Amrum. Dann kann man hier das Auto sogar in einer Halle parken, wenn man möchte. Da fährt man vor, zieht ganz normal wie beim Parkhaus ein Ticket. Dieses Ticket beinhaltet, dass die Kamera das Kennzeichen aufnimmt. Dann geht die Schranke auf, man fährt rein bis vor die zweite Schranke, das ist die zum Wohnmobilstellplatz. Die öffnet sich automatisch, weil die Kamera dort schon dein Kennzeichen erkennt, dass du also schon so ein Parkticket gezogen hast. Dann fährst du hier rauf, suchst dir hier, ich zeige euch mal ganz kurz hier so ein bisschen den Platz, suchst dir hier einen schönen Stellplatz. Es gibt hier so für 6 bis 7 Meter Wohnmobile schöne 142 Plätze und da gibt es genau, also die meisten sind hier für kurze, 11 sind für so XXL Wohnmobile, wo wir uns zuzählen mit 9,5 Meter, fast 9,5 Meter und hinten dem Anhänger. Wir hätten komplett mit Anhänger drauf gepasst, aber den Anhänger haben wir ganz kurz mal zeigen, Quad haben wir hier mit stehen und den Anhänger haben wir hinten quer durch vorgeschoben und die Fahrräder hinterher. So, das Schöne ist, hier haben wir dann unsere Versorgungssäule. Wir sind jetzt hier auf dem Platz 062. Das ist die Versorgungssäule. An der Versorgungssäule ist ein QR-Code. Ihr geht einfach mit eurem Handy auf den Fotoapparat, scannt diesen QR-Code, dann kommt ihr automatisch, wird der Link angezeigt zu der Seite. Den klickt ihr an. Und schon kommt ihr auf die Seite, welchen ihr buchen wollt. Da steht dann Platz 62 oder 63. In unserem Fall klickst, also das ist schon so eine Vorgabe. Brauchst du nur anklicken, so einen Button mit der 062, dann geht's weiter. Möchtest du einen Tag buchen? Möchtest du zwei Tage buchen? Und so weiter. So, dann haben wir hier angeklickt. Zwei Nächte, dann kommt, ob du Strom haben möchtest. 2 kW, 6 kW, 10 kW. Oder eben überspringen, so wie wir. Wir brauchen ja keinen Strom. Unter anderem ist hier auch Wasser mit im Strompreis drin. Du kannst also Wasser entnehmen, deine Tanks füllen hier direkt an dieser Säule hier und kannst damit
mit dem Strompreis auch Wasser entnehmen. Da wir auch kein Wasser brauchen und kein Strom brauchen, kriegen wir beides nicht. Und achso, dann kann ich euch ja nochmal hier das tolle Prospekt zeigen. So, siehst du hier so ein, kurz erklärt, wichtigste. Ich weiß nicht, ob man das Ding Vorderschrank gekriegt, weil einige Erklärungen hier drauf wären sinnvoll, wenn man die Vorderschrank hätte. Ja, und das andere, also dieser Platz hier ist wirklich schön. Er ist ja noch relativ neu. Ich glaube, ungefähr 4 Monate gibt es den jetzt, ne? Glaube ja. Und es gibt hier noch ein kleines Problemchen. Aber da haben wir auch gemerkt, dass wir in Deutschland sind. In Dänemark, egal wen wir angesprochen haben, egal wo wir hinkamen, wir hatten überall eine ganz nette Person, einen ganz tollen Service. Ne? Ja. Wir sind hier in Deutschland. Erstmal die total ruppigen, kaputten Straßen. Also die Landstraße hier zu dem Stellplatz hin, die ist ja mehr als kaputt. Erstmalig ist ein Hinterrad von unseren Fahrrädern auf dem Fahrradgepäckträger rausgeflogen. Ne? Das ja, hatten wir noch nie. Rausgerutscht. Naja, so rausgerutscht. Also das hatten wir noch nie. Okay, kommt jetzt ein besseres, nicht mehr dieses Klettband, da kommt jetzt ein besserer Gurt dran, dass das nie wieder passiert. Der Platz hier ist sehr schön angelegt, wie gesagt, noch sehr neu. Ja, genau da, wo das Schild Fernverkehr hinzeigt, von da kommt man mit dem Wohnmobil an. Und das ist auch die schlechte Straße, von der wir schon gesprochen haben. Dann kommt ihr hier in den Kreisel, so, dann sagt er euch, zweite Ausfahrt raus. Dann ist hier der Inselparkplatz Dagebühl. Da parken alle, die auf die Fähre wollen. Und dann auf die Insel. Dort parken alle, die... Hier gibt es sogar ein Parkhaus. Jawohl, das ist hier... Wer ein bisschen länger auf der Insel bleibt, kann hier sein Fahrzeug sogar in diese Garagen hier reinstellen. Ansonsten offene Parkplätze. Und dann geht man zum Hafen. Der ist gleich hinter dem Deich hier. Da hinten geht es hoch. Kurz, also ich denke mal so 200 Meter weiter, da ist dann der Hafen. Man sieht sogar von der Fähre die Spitze und eine Flagge. Von da aus kann man dann auf die Inseln. Der Womo-Ankerplatz am Deich liegt direkt hinter diesem Parkplatz. So, hier vorne ist noch ein Camping- und Freizeitheld. Da gibt es auch noch Gasflaschen, wie man hier draußen sieht. Mit Sicherheit auch ganz einfach im Tausch. Natürlich auch eine feine Sache. Vor die Schranke fahren, wie immer so ein normal, wie im Parkhaus, ein Ticket ziehen. Mit dem Ticket geht's weiter. Die Kamera nimmt dann das Kennzeichen auf. Die hintere Schranke, zeige ich euch dann auch noch ein bisschen näher. Da ist auch eine Kamera dran. Die öffnet automatisch. Dann fährt man da direkt auf den Stellplatz. Also die Firma Camping Freizeit Held weiß nicht, dass wir hier filmen. Von daher ist es zwar Werbung für die, aber unbezahlt. Die wissen nicht mal, dass ich hier filme. So sieht man, hier kann man auch Gasflaschen bekommen, tauschen. Camping Freizeit Outdoor E-Bike Produkte sind hier zu erwerben. Das ist natürlich immer ganz interessant zu wissen für Wohnmobilisten, die direkt vor so einem Stellplatz hier so einen Campershop haben. Zu dieser Zufahrt werden wir euch noch gleich was erzählen. Es gibt nämlich auch einen großen Nachteil, wenn alles schön elektronisch ist. Alles ohne Menschen funktioniert. Hier sind überall Kameras angebracht, wie ihr seht. Die Kameras hier nehmen das Kennzeichen auf. Somit steht schon auf dem Bon drauf, um wie viel Uhr man reingefahren ist. Aber wie gesagt, da erzählen wir euch gleich ein bisschen mehr zu. Ich bin nur erstmal draußen, um die Einfahrt zu filmen. Das andere machen wir zusammen, Rita und ich, schön sitzend am Tisch. Von der Parkplatzzufahrt da vorne kommt man dann zu dieser Zufahrt. Das ist die Zufahrt zum Wohnmobilstellplatz Ankerplatz am Deich. Wie gesagt, wenn man hier mit dem Wohnmobil vorfährt, vorne ja schon das Parkticket gezogen hat, erkennt die Kamera oben das Kennzeichen, öffnet die Schranke automatisch. Hier braucht man nichts mehr machen. Sollte sie nicht automatisch öffnen, kann man hier also nochmal das Ticket vorhalten, beziehungsweise hier kann man auch den
Inselparkplatz QR-Code scannen und hier kann man sich auch gleich die Infobroschüre, kurz erklärt, entnehmen, um dann ja aus dieser Broschüre natürlich alles weitere über den Stellplatz und seiner Benutzung zu erfahren. Hier direkt vor uns haben wir ein ganz großes Waschhaus und jetzt kommt gerade ein Radfahrer, ich mach mal aus. Entweder bei Eintreffen oder bei Abfahrt kann man hier dann sein Grauwasser loswerden und in der Säule selbst kann man auch das Schwarzwasser loswerden. Frischwasser tanken ist hier vorne auch möglich. Ansonsten direkt am Platz, wer den Strom mitnimmt, also wer Strom bezahlt, hat auch am Platz Wasser kostenlos. Ein Nachteil, wer keinen Strom braucht, wie wir, bekommt auch kein Wasser aus dieser Säule. Da könnte man sich vielleicht noch mal was einfallen lassen. Vielleicht gibt es ja die Software her, das so zu steuern, dass man eben für Wasser extra bezahlt, für Strom extra bezahlt und eben nur dafür bezahlt, was man hier entnehmen möchte. Aber wie gesagt, hier vorne kann man ja auch Wasser tanken. Gut, zeige ich euch mal so ein bisschen hier das Waschhaus. Hier gibt es sogar einen Gemeinschaftsraum. Zum Beispiel, wer hier ein Wohnmobiltreffen veranstaltet bei schlechtem Wetter, alle möchten zusammen in einem Raum sitzen, ist hier auch möglich. Ja, in diesem Video erklären wir noch, wie man hier den Stellplatz buchen kann. Hier ist mal eine Karte von dem gesamten Stellplatz mit über 140 Plätze. Ist die höchste Zahl hier, also 143 Plätze. Hier sind die Plätze alle verlängert, die sind bis 12 Meter. Die sind eigentlich für Fahrzeuge ab 10 Meter. Naja gut, und das ist schon mit 9,20 Meter plus Anhängerkupplung plus Anhänger. Im Endeffekt müssen wir da stehen. Alle anderen größeren waren entweder belegt oder sind zu klein. Ja, hier auch nochmal Platzordnung, aber gut, die gibt es ja überall. Und in dem Raum hier haben wir dann die Informationen für Brötchenservice. Heute noch bestellt, morgen kann man die abholen. Pizzeria gibt es hier gleich vorm Platz. Dann gibt es hier weitere Informationen. Camper Night am 24. August haben wir noch vor uns, sind wir aber schon wieder zu Hause. Und hier ist der Automat, bei dem man auch bezahlen kann. Das Ganze nur mit Karte. Verschiedene Karten, EC-Karte, Visa-Karte. Da unten kommt Quittung raus. Hier kann man den Platz, den man belegt hat, eingeben. Buchen, bezahlen. Das Ganze geht natürlich auch direkt am Platz, rauffahren auf den Platz, da haben wir eine Platznummer und dann kann man direkt am Platz buchen. Das sagen wir euch bzw. zeigen wir euch noch in diesem Video. So, achso, hier um die Ecke sind ja auch schon Waschräume, die zeige ich euch mal. Wenn man das Ganze online bucht, bekommt man eine Mail zugeschickt, in der gibt es dann die PIN, womit man hier in die Bäder reinkommt. Die probiere ich doch gleich mal aus. Keine Ahnung, ob die PIN mehrmals geht. Deswegen zeige ich sie jetzt natürlich nicht. Ja, mit der PIN, die uns zugesendet wurde, hat sich Simsalabim die Tür hier geöffnet. Und das ist sogar, ja, ich würde sagen, das sieht fast aus wie ein Familienbad. Ja, das ist ein Familienbad, logisch, steht ja auch an der Tür dran. Großes Waschbecken, Dusche, alles groß, alles sauber, alles ordentlich und Toilette. Okay, das ist natürlich nicht in der Sache, dass die Leute die Tür nicht wieder schließen. Auf diese Toilette sollen ja nur Leute gehen, die hier auf dem Stellplatz stehen. Wasch- und Duschräume. Toilette.
Toilettenräume. Okay, das waren jetzt die Toilettenräume. Dann kommen wir hier zu den Duschen. Genau. Duschräume. Ich sehe kein Automat. Nix. Oh, man kann sich hier sogar hinsetzen. Gerade für ältere Leute vielleicht doch mal ganz wichtig, beim Duschen zu sitzen. Da hier kein Automat ist, gehe ich davon aus, dass das Duschen im Preis mit drin ist. Wir schreiben August 2022 und jetzt zur Zeit bezahlt man 23 Euro für 24 Stunden. Also Dusche ist kostenlos. Ich habe es mal schnell getestet. Wenn keiner davor steht, da ist ein Sensor, dann geht es auch gleich wieder aus. Prima. Sieht wirklich sehr gut aus hier. Was es nun wirklich selten gibt und hier geboten wird, hier können gerade Wohnmobilisten, die vielleicht sogar in ihrem Wohnmobil wohnen, sogar mal Wäsche waschen und trocknen. Und hier, super neuer natürlich, schöner Abwaschraum. Hier vorne, nur dass man mal so realistisch sieht, wie weit das entfernt ist. Da ist der Grauwasserablass, der Weg. Dort ist die Müllentsorgung natürlich getrennt zu entsorgen, klar, wie fast überall in Europa heutzutage. Ja, und hier sind die etwas kürzeren Plätze. Ihr werdet in meinen Luftbildaufnahmen sehen, wie der ganze Stellplatz hier aufgeteilt ist und aussieht. Hier hinten ganz am Ende gibt es noch einen Ausgang, der soll zum Spielplatz führen. Und hier kann man auch mit der Hunde runter vom Platz. Hier gibt es noch Mülleimer. Hier hat man wirklich bei sowas ins Detail gedacht. Mülleimer. Und hier gibt es auch Hundekotbeutel. Und die kann man dann hier gleich in den Mülleimer schmeißen, wenn man zurückkommt auf den Platz. Das ist natürlich schön gemacht. Und von hier ist es ein ganz, ganz kurzer Weg in die Stadt. Hinter den, also die höheren Häuser dort sind schon, gehören schon mit zur Stadt, zu den Restaurants. Und hier hinter gibt es gleich ein Ferienhausgebiet. Also eine super Sache. So, wir sind jetzt mal nach Dagebühl reingefahren. Also hier gibt es nur ein paar Häuser, aber um hier irgendwo schön Fisch essen zu können. Und dabei haben wir gesehen, hier ist auch ein Campingplatz. Also für alle, die mit einem Wohnwagen oder mit einem Zelt nach Dagebühl kommen, um vielleicht mal mit der Fähre rüber nach Föhr oder Amrum zu fahren. Hier zum Hotelrestaurant Neuwarft gehörend gibt es den Campingplatz Neuwarft. Hallo. Hallo, grüß euch. Wir wollen noch mal ganz kurz zu dem Fazit kommen zum WOMO Ankerplatz am Deich. Das ist halt der relativ neue Stellplatz in Dagebühl, den wir euch ja in diesem Video vorstellen. Wir haben am Anfang schon gesagt, wir haben so ein paar Verbesserungsvorschläge. Grundsätzlich erstmal, der Platz ist top. Super gelegt und... Also die Leute, die sich da Gedanken gemacht haben, den Platz angelegt haben, ich habe einen Bonbon im Mund, deswegen habe ich so eine Beule. Die haben sich wirklich angestrengt, die haben versucht, das Ding fast perfekt zu machen. Von daher, es gibt halt Kleinigkeiten, die im laufenden Betrieb, solange ist der ja noch gar nicht auf, erst auffallen und da möchten wir so zwei, drei Sachen zu sagen. Das erste, was uns aufgefallen ist, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber man fährt vor die Schranke, zieht den Zettel wie im Parkhaus, wird von der Kamera, wird dann das Kennzeichen sozusagen aufgenommen, fährt man über den Parkplatz vor die zweite Schranke, das ist die Schranke, die den Stellplatz sozusagen begrenzt, geht die Schranke automatisch auf, weil das Kennzeichen ja bei der ersten Kamera schon aufgenommen wurde und man fährt rauf. Woran nur niemand gedacht hat, wenn man mit einem Quad oder mit einem Auto kommt, genau, kommt man mit dem nicht runter. Es gibt also große Wohnmobile, da sind auch Stellplätze extra jetzt nachträglich sogar gemacht für ganz große Wohnmobile. Ich sitze alleine, wo wir also auch standen, weil andere waren nicht
groß genug für uns. Und da gibt es dann natürlich auch den einen oder anderen Concorde, Morello, Phoenix oder sowas, der eben sein Auto mitbringt, sein Smart hinten drin hat. Oder wie wir auf dem Anhänger ein Fahrzeug, wie zum Beispiel bei uns ist es halt das ATV, unser City-Taxi. So, jetzt holst du das City-Taxi vom Anhänger und jetzt möchtest du dir die Umgebung dort ein bisschen angucken. Oder wie wir in dem Fall, wir sind dort angekommen, wir wollten einkaufen. Wir sind direkt aus Dänemark gekommen. Es fehlte das eine oder andere im Kühlschrank, also einkaufen. So. Der nächste Einkaufsladen ist relativ weit weg. Es soll zwar jetzt ein neuer gebaut werden, haben wir gehört, aber als wir da waren, war der halt weit weg. Genau. Jetzt ist es so. Wir wollten halt mit dem Quad dorthin fahren. Du fährst vor die Ausfahrtschranke, die öffnet ja nicht. Nein. Du hast ja dieses Ticket nicht und die Kamera weiß ja nicht, mit deinem Kennzeichen weiß sie ja nichts anzufangen. Also, ja, uns blieb da nichts anderes übrig. Okay, fahren wir über einen Fußweg, der ist noch breit genug. Ob da irgendwann mal eine Stange hinkommt, weiß ich nicht. Wir sind dann über einen Fußweg gefahren, was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Also fürs Quad geht's auch, aber ich glaube, mit dem Smart wird es schwierig. Mit dem Smart wird es schon schwierig. Ja, könnte vielleicht noch klappen, hinten am Stellplatz über den Fußweg auf den Parkplatz zu kommen. Ist man dann auf dem Parkplatz, möchte man natürlich runter vom Parkplatz. Das heißt, man fährt wieder vor die erste Einfahrtsschranke sozusagen. In diesem Fall vor die Ausfahrtsschranke. Aber die öffnet ja auch nicht. Die kennt dein Kennzeichen nicht und du hast ja diesen das Ticket nicht. Dieses Parkplatzticket nicht. Den du jetzt da reinsteckst, damit der weiß, jawohl, das Ding ist bezahlt, jetzt kann ich die Schranke öffnen und gute Fahrt. Nee, wir kommen nicht raus. Okay, wofür diese Stellplatzbetreiber nichts können, ist die Dame da vorne, wo wir uns dann informieren wollten, wie das denn hier funktioniert. Die war sehr unfreundlich. Wir waren 10 Tage in Dänemark und die erste Frau, die uns hier in Deutschland begegnet, total unfreundlich, kein Servicegebot. Ja. Also okay, ist halt Deutschland Servicewüste. Aber es gibt natürlich auch nette und freundliche Leute, gar keine Frage. Jedenfalls kam dann das nächste Problem. Wir sind dann wieder raus, haben dann eine Ausfahrt von diesem Parkplatz gesucht. Es gab keine. Natürlich, wir haben ein ATV. Ich wäre immer runtergekommen. Aber dann hätte ich da durch die Biosphäre fahren müssen, durch die Gräser. Und das tue ich natürlich nicht. Alles andere war mit Stangen, Zäune, Steine und so weiter verstellt. Also sind wir nochmal vor die Ausfahrt gefahren. In dem Moment war gerade ein Herr da und hatte das ähnliche Problem mit dem Motorrad. Ein Motorrad fuhr vor, zog das Ticket und die Schranke öffnete sich nicht. Warum nicht? Ja, weil Kennzeichen vorne. Das Kennzeichen vorne fehlt. Die Kamera hat das Kennzeichen nicht aufgenommen. Ja, zu guter Letzt hat er den über den Fußweg geschickt. Ich habe dann geguckt, zwischen dem Haus der Anmeldung da vorne und der Schrankenanlage war noch eine Stange, aber da passten wir jede Seite 2 Zentimeter war Platz, da passten wir durch. Also sind wir da raus und sind einkaufen gefahren und über diesen Fußweg wieder rein und auf den Stellplatz auch wieder über den Fußweg. Kann aber nicht Sinn der Sache sein. Da sollte man sich wirklich ganz dringend was einfallen lassen. Keine Ahnung, zweites Ticket ziehen, ob man für das zweite Fahrzeug dann Ticketgebühren nehmen muss oder sowas. Sagen wir dahingestellt, eigentlich nicht, aber vielleicht kann man da irgendwas softwaremäßig oder sowas machen, dass man das eingeben kann, zweites Fahrzeug dabei. Naja, müssen die entsprechenden Leute sich mal wirklich einen Kopf machen. Man kann ja vieles übers Handy dort, auch mal den Platz über dem Handy. Das funktioniert alles top, das sage ich auch in dem Video. Über diesen QR-Code, diesen Platz buchen und so. Absolut. Also da müsste sich wirklich noch was tun. Ja, vielleicht gibt es da auch irgendwie einen QR-Code, den man dann einliest, womit man dann halt den Platz wieder verlassen kann. Da müssen sich die Software-Experten und die Betreiber dort einen Kopf machen. Genau. Weil als Gast bin ich drauf und merke dann, jetzt komme ich mit meinem Smart oder mit meinem Quad gar nicht mehr runter. Genau. Schlecht. Und wenn ich mit meinem Wohnmobil fahre, dann habe ich das Problem, man bezahlt für 24 Stunden unterbrochen. Und dann muss ich neu zahlen. Genau. Na? Also wenn ich jetzt auf dem Platz bin, hat die Kamera ja auch die Uhrzeit festgehalten, wann ich diesen Platz befahren habe. Somit, wenn ich mich da einbuche, bezahle ich schon ab dieser Uhrzeit, wo ich den Stellplatz befahren habe. Würde ich jetzt das Wohnmobil nutzen, vom Stellplatz runter, vom Parkplatz runter, in die Stadt zu fahren, irgendwo einzukaufen und wieder zurückzukommen, hätte ich komplett eine neue Buchung. Das heißt also, meine alte, die ich für 24 Stunden schon bezahlt wäre, ist dann verfallen und ich bezahle 2 Stunden später oder wenn ich wieder vom Einkaufen zurück bin, wieder für 24 Stunden. Ja, da muss man sich wirklich was ausdenken. Da sollen sich die entsprechenden Leute mal einen Kopf drum machen. Wir werden da eine Verbesserungsvorschlags-Mail hinschicken und denen das auch nochmal so mitteilen. Genau. Ja, ein zweites kleines Problem. Wir kamen dann vom Einkaufen zurück, waren noch am Auspacken unserer eingekauften Produkte und da
wurden wir auf dem Platz angesprochen. Herr, hallo, ihr beiden seid doch YouTuber. Könnt ihr mal in eurem Video bringen? Naja, wir bringen es hiermit kurz. Ja. Und zwar war in der Zeit, wo wir nicht da waren, das haben wir nicht mitbekommen, es wurde uns aber so berichtet von mehreren Personen, es war wohl so ungefähr auf ein Drittel des Platzes Stromausfall. Kein Problem, kann passieren. Aber dann gibt es eine Notrufnummer. Und die hatte man wohl laut deren Aussage 10-mal angerufen oder sowas. Und das ging keiner ran. Es dauerte wohl ewig. Keiner konnte bezahlen. Keiner konnte von dem Platz runter, weil die Schrankenanlage mit betroffen war. Genau. Die Ausfahrt ging nicht auf. Wie gesagt, Stromausfall. Und keiner konnte das Sanitärgebäude nutzen. Genau, das Sanitärgebäude. Das war auch so lustig. Eine Pärchen hat uns noch erzählt. Die Frau war schon drinne. Damentoilette war wohl die erste Tür, die ist reingegangen. Und in der Zwischenzeit ist wohl der Strom ausgefallen. Und dann hat er es versucht, in die Herrentoilette reinzukommen zum Duschen. Und ging nicht. Dann kam eine andere Frau und sagte, ich versuch's mal mit meinem PIN. Ging aber auch nicht. Nein. Also der Zugang zu dem Waschhaus war in der Zeit auch nicht möglich. Kleinigkeit, aber... Ist nicht so schlimm, es kann immer mal was passieren, genau. Aber eine Notrufnummer sollte schon, sage ich mal, gegeben sein. Ne? Ja, genau, genau, die Erreichbarkeit der Notrufnummer muss gegeben sein. Genau. Auch ein kleiner Tipp für die Betreiber. Ansonsten ein großes Lob, Daumen hoch. Super Sanitärgebäude. Absolut ganz, ganz top, toll. Absolut sauber. Richtig geil finde ich, dass man dort einen Raum mieten kann. Man kann dort mit mehreren, die da aus der Gegend sind, sag ich mal, für uns ist das zu weit weg. Wenn man sich mit mehreren Leuten dort trifft und es ist schlechtes Wetter, dann kann man sich im Sanitärgebäude dort... User treffen, Wohnmobil treffen und so weiter. Kann man dort stattfinden lassen, genau. Bucht diesen Raum dazu. Und auch bei schlechtem Wetter muss nicht jeder unter seinem oder in seinem Wohnmobil sitzen, sondern man kann in diesen Raum reingehen. Man kann sich das Essen damit reinnehmen und. Man kann das dort eine Veranstaltung... Genau. Klasse. Richtig gut gemacht. So, jetzt haben wir noch eins. Und zwar in dem Prospekt steht... dass man Strom und Wasser am Platz hat. Leute, die kein Strom buchen, haben dann aber auch das Wasser nicht zur Verfügung. Also wenn ihr dort auf den Platz kommt, müsstet ihr, sag ich mal, wenn ihr keinen Strom buchen wollt, das Wasser an der Fähr- und Entsorgung tanken. Genau. Weil das ist gekoppelt auf dem Platz. Wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung, ob man das vielleicht anders... man das doch trennen kann. Trennen kann, dass man dann dort auch das Wasser vielleicht bezahlen kann. Vielleicht auch zu zwei Preisen. Ja. Wer nur Wasser braucht, bezahlt das und das. Genau. Wer nur Strom braucht, bezahlt das und das oder beides zusammen. Naja, vorne ist es ja auch immer so, wenn ich 100 Liter Wasser nehme, genau, bezahle ich 1 Euro, man das, dass man das da vielleicht auch noch abbuchen kann. Das ist der dritte Verbesserungsvorschlag. Weil das war halt so, wir standen da und ich hatte nur gelesen, Wasser am Platz. Man liest manchmal ja über viele Sachen drüber weg und dann habe ich gelesen, aha, Wasser kriege ich nur, wenn ich Strom habe. Da wir aber ja keinen Strom nehmen, durch unsere Solaranlage hatten wir also kein Wasser am Platz. Genau. Oberbegriff, super Platz gebaut, ja. Super Ideen verwirklicht, Top-Service alles, sogar Brötchenservice daneben. Also das sind halt nur so ein paar Pünktchen, die wir jetzt haben. Ja, im Verbesserungsvorschlag. Genau. Um das Ganze noch perfekter zu machen. Jawohl. Ansonsten, super schöner Platz. Weiter so. Gerade wir Wohnmobilisten freuen uns über neue Plätze. Und wenn die dann noch so top sind. Ja, und echt schön durchdacht. Also ja, alles wirklich, gut. Wirklich gut. Okay, das zu unseren kleinen Verbesserungsvorschlägen. Und jetzt geht's weiter im Video. Schaut es euch an. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, diesen Urlaub kann man auch Inselhopping nennen. Wir warten auf die Fähre nach Föhr rüber. Und schaut mal ganz dicht hinter der Fähre. Es sind Sandbänke zu sehen, weil zurzeit ist Ebbe. Die haben hier wirklich nur so eine ganz enge Fahrspur rein. Ja, zu unserem Inselhopping 2022. Der Urlaub, der sich ja von 4 Wochen auf 2 Wochen verkürzt hat. Aber die 2 Wochen waren bis jetzt wirklich schön, wirklich herrlich. Aber das ist schon irre hier. Schaut euch mal an, wo die Fähre fährt. Und wo die Wellen gleich aufschlagen. Das ist wirklich hier so eine ganz, ganz schmale Fahrrinne für die Fähren. Der Rest zurzeit immer noch abfließend. Sieht man hier das Watt. Da hinten sind auch mal ein paar Wattläufer, Wattspaziergänger. Da sieht man schon die Insel.
allerdings Amrum und wir fahren nach Föhr. Föhr liegt dort. Coffee cup to go in.